Lisa zu zeigen. Noch besser ist es, wenn es der Gegner nicht weiß. Okay, Simon kommt und wirkt mich von vorne beidhändig. Als erstes zauber ich mein Tukbo hervor, greife mit der anderen Hand nach und treibe den auf die beiden Arme. Eins, zwei. Und das reicht schon. Zwei und, ja, je nachdem, wenn er genug hat, reicht das schon. Wenn er direkt wieder aufspringt, dann machen wir mal mit dem Stock, was wir mit dem Stock normalerweise tun sollten, starten. Gehen hier hoch, gehen wir leicht nach unten aus. Wir machen jetzt hier Gebrauch von der Tatsache, dass ein Stock natürlich härter ist als sein Brustbein, als seine Kehlkopfkugel. Wenn ich Druck mache, tut sie weh. Mir nicht. Dann habe ich einen etwas längeren Hebel jetzt zur Verfügung. Und ohne jetzt wirklich zu schlagen, immer den Arm weg, führe ich den Tukbo einfach oben aufs Brustbein. Und sobald ich hier bin, gehe ich nach unten. In der etwas verschärften Variante, wenn es etwas bedrohlich ist, kann ich natürlich hier erstmal nach oben stoßen, bevor ich den Druck nach unten gehe. Und der Druck ist jetzt in der Trainingsversion natürlich mit der flachen Seite, in der effektiveren Variante nur mit der Ecke hier. Dann noch. Hoch, kippen, Druck, drohen, wenn er wieder aufsteht, nochmal einen Schlag hinterher. Stopp.